Hallo und herzlich willkommen hier erneut bei Kriegsbeute Heroes 3 und zweite Mission Goldrausch. Sollen wir jetzt 200.000 Goldmünzen anhäufen? Ich erinnere mich, das war eine der leichteren Kampagnenmissionen und da müssen wir jetzt auswählen, ob wir Donnervögel, Zyklopenkönige oder Urbiomoth gerne hätten als Startereinheiten. Ich nehme mir die Urbiomoth und let's go. Eure Fähigkeiten haben die Nation der Barbaren von Krulot aufhorchen lassen. Ihre Gefechte mit dem eratianischen Militär an ihrer östlichen Grenze sind legendär. Viele loben sie dafür, dass sie die eratianischen Soldaten hart gemacht haben. Kürzlich gab es einen erfolgreichen Angriff auf die Grenze und ungewöhnlich viele Gefangene. In den Verhören wurde der Verdacht bestätigt. Ohne König Greifenherz hat Eratia seine Seele verloren. Eure Aufgabe ist es, das eratianische Land, das in unmittelbarer Reichweite Krulots ist, schnell zu plündern. Wenn sie erst die Mittel haben, die sie brauchen, ist ein Krieg denkbar. Bis dahin wird eure unparteiische Hilfe benötigt. Solltet ihr gefangen genommen werden, wird Krulot behaupten, dass ihr ein übereifriger Clanchef seid, der außerhalb der Interessen der Nation agieren würde. Alles klar, interessant. Wird man eben hingestellt. Lange dauerten die Gefechte, ja, das haben wir gerade eben schon gehört. Ebenfalls das hier. Und bis dahin benötigen wir eure unabhängige Hilfe. Jawohl. Ihr werdet gut bezahlt, aber ihr müsst für euer Geld arbeiten. Der Herzog hat beschlossen, dass Grevold mindestens 200.000 Goldmünzen für weitere Unternehmungen braucht. Setzt euch in Bewegung und viel Glück. So, pardon, dann musste ich die Aufnahme kurz unterbrechen, da es bei mir nämlich dem jetzt leider abgestürzt ist. Gut. Wir haben zwei Festungen, zwei Helden zu Beginn. Dann schauen wir mal, was wir direkt natürlich erwerben können an zusätzlichen Einheiten. Ja, dann bauen wir auch direkt aus. Wolfspferd, her damit. Von denen ein paar kleine, schöne, nette Einheiten. So. Kommen wir zur unteren Feste. Da haben wir ebenfalls die Goblins zum Rekrutieren. Und auch hier nehmen wir den Wolfspferd. Same procedure. Gehen wir erst da runter. So, du kannst dann auch mal die Kreaturen mitnehmen. Und dann kaufe ich natürlich, wenn es möglich ist, noch einen Helden. Genau, das ist das Helden-Ding. So, dann habe ich da mal den gekauft. Und was, wie sieht es hier oben aus? Was ist das da für einer? Ja, okay. Von denen möchte ich keinen. Alles klar, dann kommt der hier mal die meisten Einheiten. Und wir wechseln. Gut. Holen wir uns Stein. Ah, okay, das könnte ich eigentlich mit dem hier machen. Dem Lobby. Ah, der guckt mal sich hier ein bisschen um. Hier oben. Ich muss hier für nichts kämpfen. Wollt ihr mich verarschen? Geil ist das denn? Eine Arena. Und jede Menge. Ja, Söldner-Camps. Wunderbar. Ja, die müssen wir schleunigst erwerben. Erstmal hier. Singularfähigkeit. Hexerei. Okay. Kann man vielleicht gebrauchen, vielleicht auch nicht. Kristallhöhle. Aber hier unten, der Wächter dieses Schlüsselmeisterzeltes scheint erfreut zu sein, euch zu sehen. Ah, endlich jemand, der würdig ist, sagte er. Ich werde der Grenzwache sofort eine Nachricht zukommen lassen, damit sie euch passieren lässt. Ach, das ist ja wunderbar. Okay, dann hole ich mit dem das da noch. Und der da kann sich gleich mal als Unit einsammeln. Könnte ich theoretisch aber auch noch einen zusätzlichen Gcharben überlassen. Pardon. Dann nimmt er aber. Ah, da muss er für außen rum. Wahrscheinlich, weil ich hier noch nicht entdeckt habe. Ja, muss er immer noch außen rum. Na, blöd. So. Den erstmal dorthin schicken. Der hier. Oh, die Arena können wir direkt auswählen zwischen Angriff und Verteidigung. Der hat 4 Angriff, keinerlei Verteidigung. So. Goblins. Dann rekrutiert er halt unsere Einheiten. Die da holen sich die Edelsteine. So, hier oben holen wir uns Kristall. Was haben wir da? Ein Wasserloch. Und dann bauen wir die Kreisstadt aus.
mehr Kohle, umso besser. So, und Quecksilber, wunderbar. Schule der Magie, für 1000 können wir jetzt was verbessern. Ganz ehrlich, das sieht mir eher nach einem Kriegerfolg aus. Da brauche ich keine Zauber. Dann gehen wir lieber hier hoch. Ja, bloß als Zauber, natürlich. Perfekt, Erfahrungspunkte, die brauchen wir. Einfacher Grundbesitz, gibt es mehr Kohle, her damit. Hier ist endlich mal ein bisschen Holz. Wolfsreiter, die müssen wir noch erwerben. Genauso wie Axtwerfer, sei es drum. Hier gibt es auf jeden Fall eine nette Armee. Und da ist noch ein Lagerfeuer. So, der hat jetzt auch mal eine Erfahrungspunkte. Einfache Taktiken lernen. Dann, das ist nur eine magische Quelle. Jetzt haben wir hier Verteidigung. Und weiter geht die wilde Fahrt. Als nächstes holen wir uns... Wie viel Stein haben wir? 24. Jawohl, machen wir das. Holen wir so einen Rockbau. Und da haben wir auch schon eine Erzgrube. Ach, ich sag Stein dazu, das ist ja Erz. Und da haben wir einen Orkturm und einen Ogerpfort. Jawohl, ja. Nochmal was zum Rekrutieren. Hier haben wir jetzt eine Krone der höchsten Magier gefunden. Was macht die? Ah, Wissen plus 4. Gut, dass wir es nicht brauchen können. Rote Grenzwache. Also brauche ich ein rotes Zelt. Da sind viele Pikeniere. Das ist ein Ogerfort. Was haben wir hier? So, Holz. Erfahrungspunkte. Ah, da verbessern wir es mal, anstatt noch was Unnötiges Neues zu holen. Da ist wieder Quecksilber zu finden. Gold. Juhei. Gehe ich mit ihm einfach mal alles einsammeln und werde mich dann nochmal treffen hier unten. Werde der Shiva hier jetzt meinen Hauptchar erstmal implementieren und... Oh, da oben ist noch was, das ich holen muss. Okay, Festung, da... Hm. 50% mehr Kreaturen. Ich muss gucken, ich bekomme momentan noch nicht viele. Es ist schon Tag 4. Ich müsste gucken, dass ich möglichst weit noch ausgebaut bekomme. Das kostet mich natürlich wieder Holz, jede Menge. Und der Magierturm kostet mich was. Ei. Ja, da komme ich jetzt nicht drum rum. Da muss ich dann jetzt die Dinger hier kaufen. So. Jetzt kommen wir hier zum Ogerpfort. Hier wollen wir einen Oger rekrutieren, wunderbar. Und noch ein Level. Verbesserte Spähen. Das verbessert Spähen erlaubt eurem Helden zwei Felder weiter in die Dunkelheit zu sehen. Brauchen wir nicht. Wir nehmen einfaches Bogenschützen-Training. Da unten haben wir jetzt noch ein Wasserrad. Das muss ich unbedingt noch besuchen. Einmal Quecksilber, wunderbar. Nächstes Quecksilber. Und noch ein Lagerfeuer. Aber im nächsten Zug. So. Der da. Der wird jetzt getrimmt darauf, erstmal hier Kohle ranzuschaffen. Die brauchen wir erstmal. Brustpflanzer vom Steinwald. Präzision. Jetzt muss er da unten ran. So, der soll jetzt, genau, Stein vorkommen, beziehungsweise Erz. Jawohl, jetzt haben wir auch noch Schwefel. Jetzt haben wir 5. Nehmen wir bei dem einen hier jetzt Verbesserung. Da bekommen wir jetzt nämlich 50% sind hier ein Rock. Willst du mich verarschen? Und hier nehmen wir jetzt einfach mal einen Valhalla-Turm. Der kostet nur Geld. Das ist auch nicht schlecht. So. Jawohl, in der Mühle gab es Gold. Ich will mit dem Char eh gerade wieder nach unten. Damit ich Einheiten rekrutiere, dann kann der das auch gerade... einnehmen das Holzteil, dann gehen wir nämlich hier wieder rüber. Die neue Woche, dann nehme ich dann gerade die nächsten Rekrutierungswellen mit. Dementsprechend brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Knete, mein Lieber. Dann könnte man sich zwar so geil im Char bomben, aber na gut. Wird bestimmt noch genügend Kämpfe geben. So, und der holt sich dann dementsprechend mal das Schwefel ab. Guck mal, was da unten noch ist. Und der Knilch besucht. Mal hier hoch noch.
So. In dem... Könnte ich jetzt mal noch gucken, dass ich... Tag 6... ist das Gold erstmal egal. Schauen wir mal, dass wir noch ein paar Einheiten rekrutiert bekommen. Söldnergilde. Kreaturen gegen Rohstoffe zu tauschen. Lala. Naja, noch haben wir ausgesorgt. So, das wurde noch nicht. Es wurde alles noch nicht besucht. Dann fangen wir woanders erst an. Viele Bogenschützen. Lege ich mich noch nicht direkt an. Alabaster-Einhorn. Und Sintaron-Axt für 2000 ist in Ordnung. So, genau. Im nächsten Zug hat der die Möglichkeit, dann gerade nochmal neu zu rekrutieren. So, den wollte ich hier runterschicken. Und sie sollte jetzt mal gucken, dass sie dann ein paar Sachen bekommt. Oh, ich könnte sogar schon eine Behemoth-Höhle bauen. Das verkneife ich mir jetzt leider mal noch. Nehmen jetzt erstmal noch die Grundkreaturen. So, wunderbar. Pegasus-Wachstum wurde erhöht. Hört, hört. Das sind Erfahrungspunkte. Einfache Taktik. Immer gern gesehen. Dann schicke ich sie mal noch nach unten alles einsammeln. Handelsposten. Tausend Goldchen. So, einmal rekrutieren. Ah, jetzt ist der schon hier unten. Ich bräuchte ja noch einen da oben. Zum Einsammeln der Oger. So, die BMA-Höhle. Kann ich nur eine von bauen. Dementsprechend fokussiere ich mich jetzt erstmal darauf, die eigene Goldproduktion anzutreiben. Ein Rohstoffsilo bringt uns hier Holz und Eisen. Das ist geil. Kümmere ich mich diesmal erst um unsere Sachen. So, das braucht auch noch die Schmiede. Erst noch diese zusätzliche Rohstoffquelle und dann können wir uns hier die Schmiede leisten. So. Den einmal dahin. Wenn sie gerade schon dabei ist. Das klappt gerade nicht gut, ha? Huh? Den noch irgendwie da reinkriegen. In dem Zug. Ja, schlicht. Dann soll sie sich mal dahin stellen und die anderen Einheiten mal dazu geben. Oh, da haben wir nochmal einen Ork-Turm. So, erstmal Einheiten übergeben. Wunderbar. Und den schicke ich jetzt weiter runter. Und sie noch hier rüber, dass wir gleich mal die Einheiten einnehmen können. Und dann geht's runter zur Arena. Da bringst du jetzt eh die Einheiten. Gebe die Items. Okay, das ist eigentlich egal. Ist das gut? So. Und sie lernt jetzt auch mal ein bisschen Verteidigung. Dann haben wir hier unten noch eine zusätzlichen Attributspunkt, den wir lernen können. Da haben wir ein Boot. Ochse rekrutieren. Im Wagen finden wir Sand. Okay, wie es aussieht, haben wir das jetzt. Jetzt muss ich gucken, dass ich schon kämpfe und da haben wir ein Untergrundportal.
Das gefällt mir nicht so gut. Den können wir mal noch ein Level abgeben. Dann verbessern wir jetzt die Schmiede. Und hier unten müssten wir... Ah, die Magiergilde fehlt noch. Jetzt als nächstes aber in beiden möglich, Stadtrathaus zu holen. Okay, und dann nehmen wir uns hier. Jetzt haben wir einfach Zauberei gelernt. Na klasse. Na gut. Immerhin. So, Windmühle. Nochmal was bekommen. Jetzt kann ich den ruhigen Gewissens komplett nach oben senden. Und er holt sich mal noch ein paar Sachen.